erarbeiten wir dann. Und zwar folgende Situation: Großmutter hat 70. Geburtstag, die Familie ist zum Geburtstag eingeladen und der Vater kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt zur 13-jährigen Tochter ins Zimmer und sagt: Hey, mach dich fertig, wir wollen los. Die Reaktion der Tochter: Ich bin doch fertig. Und er sagt: Och, ich dachte, du ziehst einen schönen Rock an. Er sagt der Tochter: Nö, ich will lieber in meinen Jeans gehen. Soweit der Dialog. Und wir werden jetzt gleich zwei Gruppen bilden. Und da bitten wir euch, dass ihr mal sammelt, was ihr glaubt, was Väter in diesem Dialog alles als nächstes sagen können. Soweit. Und auf diese Wände hier nehmt ihr euch in den beiden Gruppen jeweils einen Stift. Jede Gruppe kriegt eine solche Pinnwand und da schreibt da brainstorm-mäßig alles drauf, was ihr glaubt, was die unterschiedlichsten Väter alles in diesem Dialog als nächsten Satz sagen könnten. Ganz Bandbreite, alles, was euch dazu einfällt, aufschreibt. Nicht notwendig, dass du sagst, ich würde das vermutlich sagen, sondern es reicht, wenn du sagst, ich glaube, Väter gibt es mit den unterschiedlichsten Familien, die würden als nächstes Folgendes sagen. Groß und deutlich schreiben, sodass, wenn man das später abfotografiert, das auf DIN A4 verkleinert ist, dass man es noch deutlich lesen kann. Und auch unter dem Aspekt betrachten, es handelt sich um einen Konflikt. Erinnert euch, Konflikt hat man definiert, beiden Seiten sehr anliegend wichtig. Bitte keine Sätze aufschreiben, wenn ihr glaubt, der Vater hat so, ach, war nur so eine Idee, das hat gar keine Bedeutung für mich, vollkommen unwichtig. Konflikt ist es immer dann, wenn beiden Seiten ihr Anliegen wichtig ist, also auch dem Vater. Das würde also der Vater sagen, wenn ihm sein Anliegen, sein Bedürfnis auch wichtig ist. Aufgabe soweit klar? Gut, für die beiden Gruppen steht noch einmal auf, die im ersten Halbjahr Geburtstag haben. Juni bitte hinsetzen. Was? Juni hinsetzen. Okay, so passt es. Hier, die ihr steht, ihr seid ja die erste Gruppe, macht euch diese Pinwand. Alle, die jetzt noch sitzen, kriegen die zweite Pinwand und gehen dahinter. Unter der Fragestellung: Wie möchte ich, dass andere Menschen mir begegnen und mich behandeln? Und eine Reihe von Dingen gefunden und sagen, ja, so hätte ich es gern. Welcher von diesen Sätzen glaubt denn, wird die Bereitschaft des Vaters fördern, der Tochter in dieser Qualität zu begegnen? Lass uns ja immer noch einen Freund machen. Nee. Mhm. Der letzte ganz recht natürlich. Warum bist du ein Jeans anziehen? Ich würde es mal so formulieren: Es sind manche Sätze dabei, die, wenn die Beziehung gut ist zwischen Vater und Tochter, keinen allzu großen Schaden anrichtet. Aber wenn überhaupt was dabei ist, sind wir uns einig so weit, dass es ist auf jeden Fall herzlich wenig. Es gibt einen Menschen, der sich beruflich mit Kommunikation in Familien beschäftigt hat, den der ein oder andere von euch kennt, Thomas Gordon, der hat so Dinge entwickelt, so Begriffe wie aktives Zuhören oder Ich-Botschaft. Und der hat sich mal die Mühe gemacht, weil er in seinem Alltag, in seiner Arbeit häufig auf solche Formulierungen getroffen ist. Und man sagt, da gibt es immer wiederkehrende Muster in den Formulierungen. Und er hat diese Muster mal zusammengestellt in einer Übersicht. Und er nannte die Kommunikationssperren, weil er gesagt hat, für ein menschliches, gutes Miteinander ist das nicht so sinnvoll. Natürlich werden die von Kontext zu Kontext ein bisschen unterschiedlich lauten, formuliert sein, aber die Muster kommen immer wieder. Und die schauen wir uns jetzt mal an, dann werdet ihr feststellen, fast alles, was hier steht, könnt ihr einem dieser Muster zuordnen.
ein Muster oder eine Kategorie, die nennt sich Befehlen oder Anordnung. Dazu gehören solche Sätze wie, du machst, was ich sage und basta. Oder, du ziehst sofort deinen Rock an, du hast 2 Minuten. Dann gibt es eine Kategorie, die nennt er moralisieren, predigen, beschwören. Dazu gehören so Sätze wie, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du auch mal nachgeben musst? Oder, mein Gott, kannst du denn nicht einmal nachgeben? Oder, ach komm, zu so einer Feierlichkeit gehört es sich einfach, dass man sich festlegt. Ich warne, wenn du dich bockestellst, dann kannst du aber von uns auch kein Entgegenkommen erwarten. Oder? Du hast versprochen, dass du vernünftig sein willst. Jetzt ist Beweis. Kategorie beraten, vorschlagen, Lösungen liefern. Na, du könntest doch zum Ausgleich dafür deine Lederjacke anziehen. Wie wäre denn das? Och, willst du es nicht einfach mal ausprobieren, ob es dir dann gefällt? Sie ist doch einfach mal so. Großmutter freut sich. Kategorie urteilen, kritisieren, beschuldigen. Mann, hey, immer willst du nur deinen Kopf durchsetzen. Ja, sag. Du siehst in der Jeans doch wie ein Penner aus. Ja, sag. Hast du denn überhaupt kein Feingefühl? Kategorie belehren, sich auf eine äußere Autorität berufen, überzeugen. Also, wenn du erwachsen sein willst, dann musst du aber auch mal nachgeben können. Oder auch dein Lehrer hat mal nicht gesagt, dass du schlampig rumläufst. Oder, oh schau, es wird dir dann sicher auch besser gefallen. Vertrag mir, ich habe Lebenserfahrung. Gibt es eine Kategorie, die hat die Überschrift taktisch loben, schmeicheln, bestechen, betteln, bitten. Dazu gehören so Sätze wie, wenn du den Rock anziehst, dann darfst du auch morgen ins Kino. Oder, ach Bogen, du bist doch sonst so ein vernünftiges Mädchen. Oder, oh, ich mag dich aber viel lieber im Rock. Beschwichtigen, Beruhigung. Du wirst sehen, nach kurzer Zeit wirst du überhaupt nicht mehr dran denken. Es ist doch nur für 2 Stunden. Beschimpfen, beschämen, bloßstellen. Das sieht man ja, hey, was Teenager im Kopf haben. Oder, also sowas Eigensinniges wie du ist mir noch nie untergekommen. Ja, sag, schämst du dich denn, wie du rumläufst? Forschen, verhören. Na, da steckt doch was dahinter. Nur mal raus mit der Sprache. Worum geht's denn eigentlich? Ne? Oder, okay, bitte. Dann erklären wir doch mal jetzt ganz genau, warum das nun so wichtig ist mit den Jeans. Kategorie ablenken, ausweichen, Rückzug. Naja, dann eben nicht. Oder, ach, was soll's, es gibt wichtige Dinge. Ich will jetzt gar nicht weiter drüber reden, das soll Mama entscheiden. Und Kategorie interpretieren, analysieren. Ha! Das ist wieder typisch für diese Altersphase. Du hältst doch nur an deiner Meinung fest, um zu zeigen, wie selbstständig du bist. Nachvollziehbar, dass das, was hier steht, Kommunikationssperren sind, die nicht gut sind, wenn es um Kooperationsbereitschaft geht. Nochmal auf eure Sätze schaut, die ihr gesammelt habt. Nachvollziehbar, dass das in irgendeine dieser Kategorien gehört. Und mit dem, was du am Schluss gesagt hattest, mit dem, warum willst du dir die Jeans anziehen, kann gut gehen, kann aber auch in die Kategorie forschen oder verhören kommen. Vor allen Dingen, weil das erste Wort warum ist. Wenn ich hier nicht die Wurzeln dran lasse und sage, ich würde es wirklich gern besser verstehen, hilf mir mal dabei. Was ist dein Beweggrund, dass du am liebsten in den Jeans hingehen möchtest? Dann wird es getragen von einer Haltung, wo die Chance möglichst groß wird, dass die Tochter hört, oh, der fragt deshalb, weil er es wirklich gerne verstehen möchte. Das ist was ganz anderes als das, wie wir in der Regel im Alltag das Wort warum verwenden. Und warum willst du in Jeans?
kriegen wir noch ein Verhör vom Staatsanwalt. Deshalb hier spielt sicher das Nonverbale, der Tonfall auch eine wichtige Rolle. Und das Wort Warum ist in unserer Kultur so häufig verbunden mit dieser Qualität von Verhör, dass manchmal das Wort schon ein Auslöser ist, dass die Leute so nahe anschließen. Das ist die Inquisition wieder dran. Vielleicht noch eines zu diesem Piraten Vorschlag und Lösung liefern, weil ich da manchmal erlebe, dass Menschen sagen, aber ein Vorschlag machen ist doch positiv, wieso ist das eine Kommunikationssperre? Der Thomas Gordon hat ihn deshalb hier aufgenommen in die Liste, weil er sagt, die Erfahrung zeigt, es kommt in der Regel viel zu früh, zu einem Zeitpunkt, wo derjenige noch gar nicht bereit ist, über Lösungen zu reden. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt einen Vorschlag mache, eine Lösung anbiete, einen Ratschlag gebe, dann ist das eine Kommunikationssperre. Ich will es mal in einem Beispiel deutlich machen. Stellt euch vor, ein guter Freund oder eine gute Freundin steht vor dem Spiegel, guckt allein und sagt, boah, ich bin so fett geworden, das ist ja widerlich. Und dann hingeht und sagt, na, wie wäre es, wenn du ab und zu ein bisschen jumpen würdest? Nachvollziehbar, kein guter Zeitpunkt. Das heißt, hier ist es eine Kommunikationssperre. Aber wenn derjenige gehört worden ist mit dem, wie es ihm geht, und ist eine Zeit lang rum und er sagt, ach, das hat mir so gut getan, ich hatte den Eindruck, du verstehst, wie es mir geht. Und dann sagt derjenige, du, sag mal, hast du nicht einen Tipp für mich, was kann ich denn machen? Wenn er jetzt sagt, wie wäre es, wenn du auch uns ein bisschen joggen würdest, dann geschieht das auf Einladung, auf Bitte. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Vorschlag, wenn darum gebeten wird, natürlich keine Sperre mehr. Aber ungefragte Vorschläge, Ratschläge zu einem Zeitpunkt, wo jemand erstmal braucht, dass jemand ihn versteht, wie es ihm geht gerade, zu diesem Zeitpunkt ist eine Kommunikationssperre. Nun gibt es. Aber wenn, ich zum Beispiel die Szene habe, die Frau steht vom Spiegel, sagt, oh, so dick, und ich komme hier und sage, ja, ich verstehe, dir geht es schlecht. Das ist ja ein Urteil. Gebe ich auch ein Urteil ab, sage ich. Vielleicht will ich ja gar nicht, dass ich sage, ihr geht schlecht, dann will ich einfach nur angenommen werden. Aber wenn ich dann so ein Urteil über sie, ihr geht schlecht, ich meine, ja, die löst sich auf. Ja, also erstmal, dir geht schlecht, das Entscheidende ist, und das werden wir beim Thema Zugang kriegen. Das heißt, respektvoll ist eine Kontaktaufnahme. Ich möchte gerne verstehen, wie es in dir ausschaut. Erstens nur, wenn es in Form einer Frage kommt. Wenn ich sage, ah, weißt schon Bescheid, du fühlst dich, da, da, da. Zweitens, schlecht ist überhaupt kein Gefühl. Wenn wir mal im Frühkriegen. Ja. Aber wenn ich an der Stelle sage, du bist richtig betroffen, meine, und du würdest dir so wünschen, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann habe ich eine empathische Vermutung ausgesprochen. Ja. Und das ist natürlich kein Urteil an der Stelle, weil ich es keine Aussagen mache. Ah, weißt du, Bescheid, so geht's denn, das brauchst du, hab dich schon durchschaut. Weil dann denkt mein Gegenüber, er liegt gerade beim Psychiater auf der Couch und kriegt eine kostenlose Diagnose, was mit ihm los ist. Erstmal ist wichtig, dass es von einer bestimmten Haltung her kommt und dann braucht es auch eine Form, damit der andere auf der Empfängerseite mitkriegt, aus der Haltung kommt es gerade. Meine Haltung haben ist zwar das Zentrale, aber damit die Kommunikation gelingt, muss der andere mir das auch abnehmen, was ich sage. Da kann man natürlich einen Beitrag leisten. Es ist ja immer schwer zu wissen, was macht der jetzt beim Hören. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt so viel Mitleidung und so möchte, aber der ja. Es ist immer schwer zu wissen, was braucht er jetzt. Genau. Und wenn ich nicht sicher bin, kann ich fragen. Mhm. Okay. Wenn ich sage, ich habe gerade gehört, was du gesagt hast. Ich bin ganz bei dir gerade. Ich versuche zu verstehen. Gibt es irgendetwas, was du von mir gerne zurückhättest? Und dann check ich. Ich sage, nö. Oder, ja. Eigentlich nichts, reicht mir schon, wenn du zuhörst. Auch bloß bitte keine Ratschläge. Habe ich schon eine Tonne zu haben. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass er sagt, ja, du brauchst jetzt gar nicht irgendwie groß mit, wie ich mich fühle, sag, ich will einen Tipp haben. Und dann ist auch klar. Also Nachfragen fördert das Verständnis, sagen, was ist es, was der andere von mir möchte. Weil die meisten Menschen sind nicht in der Lage, klare Bitten auszusprechen. Mir geht es ja ziemlich beschissen. Und kannst du mir einfach nur 5 Minuten still zuhören. Dann wäre man natürlich immer auf einer sicheren Seite, sagen, aha, der andere hat sehr klar gesagt, was er von mir möchte.
dazu, wenn ich nicht frage. Es gibt in der Regel auch nur zwei Möglichkeiten. Ne? Alle, was ich gerade gehört habe, und möchte eine Reaktion oder einen Tipp oder eine Bitte haben, eine Antwort. Und wenn das eine, was ich mir vorstelle, das möchte, ja, wenn ich das ausprobiere und ich kriege dann so eine Reaktion, bitte nicht, und weiß, das war es nicht, dann schalte ich um auf das andere. Auch nicht tragisch. Aber ich meine, gerade jetzt bei diesem Thema steht man irgendwie vom Spiegel und sagt irgendwie, oh, ich bin so dick, ich bin so fett und man, ich würde da ankommen, das ist so, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie sagen, ich bin ganz bei dir, brauchst du irgendwas von mir oder so. Und dann die Antwort kommt, oh, musst du immer fragen, irgendwie kannst du nicht einfach mal wissen, was ich brauche? Das kann man ja nicht wissen. Weißt du, also ich meine, das, das gibt es jetzt auch mal. Zum Beispiel, sagst du mal zu mir? Kannst du nicht einfach mal irgendwie wissen, wie es mir geht? Musst du mich jedes Mal fragen? Nein, ich muss nicht und ich werde das wichtig, ich probiere es einfach. Übrigens, wenn du sagst, kannst du wissen? Nein, wissen kann ich es nicht. Aber wenn es dir recht ist, vermute ich es einfach. Und du sagst mir dann, wenn ich daneben bin. Siehst du das lieber? Also es ist dann oft so von einer Frage zur nächsten Frage, zur nächsten Frage, dass man irgendwie um so ein bisschen da dahinter zu kommen, irgendwie was ist. Ja, doch, ich habe eine Ahnung davon. Ich habe verstanden, die haben wir mein größtes Ziel nicht getroffen. Aber wissen tue ich es natürlich. Ich weiß nicht, was ich gefragt habe. Ich muss doch spüren. Wir kennen das, dass es wichtig wäre, dass wir so in Verbindung sind, dass wir wirklich in Kontakt sind. Und auf der anderen Seite, ich möchte ganz ehrlich sein, ich habe eine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Das für dich, wenn du das von mir hast? Nein, das war jetzt noch im Rollenspiel, würde ich das fragen, nicht auf der Metaebene. Genau das würde ich dann in dem Dialog auch fragen. Das heißt, wenn du ansagst, musst du doch wissen, das würde ich mir nicht anziehen. Ich muss natürlich gar nicht, erstens. Und zweitens, ich würde nicht in die Anmaßung gehen wollen, selbst wenn der andere das von mir erwartet, dass ich weiß, was in ihm vorgeht. Zu einer gelingenden Beziehung gehört auch, dass der andere Verantwortung übernimmt und mir etwas von sich nimmt. Aber um im Rollenspiel zu bleiben, würde ich sagen, ach Klaus, jetzt sind wir 10 Jahre zusammen. Du musst doch eigentlich wissen, wie ich mich fühle, oder? Und ich hatte ja gerade gesagt, ich weiß es nicht, aber ich habe natürlich eine Vermutung. Wenn es dir lieber ist, zu sagen, dann sage ich dir einfach, was meine Vermutung ist in dem Fall. Ich bitte dich aber für den Fall, dass ich daneben tippe, dass du auch nicht korrigierst. So habe ich das verstanden, das wäre dir lieber. Vermutung anstellen. Na, Klaus, wenn ich das liebe, würde ich echt sagen, was mich fühlt. Ich höre das und meine Antwort ist, nein, mache ich nicht. Das passt nicht zu meiner Ethik. Ich bin dein Partner und nicht dein Therapeut. Selbst der weiß. Also die Frage auch, auf welches Spiel möchte ich einsteigen und sagen, ja, das spiele ich nicht. Ich würde es nicht mitspielen wollen. Weil in dem Moment, wo ich daneben tippe, dann kriege ich vielleicht noch einen Vorwurf hinterher. Das ist so ein Paar, du hast keine Ahnung, was mir geht. Das sind so Provokationen, wo es Fallen stellen. Nein. Ja, für den. Aber nein, nein, gibt es nicht. Gibt es nicht? Nein, es gibt weder Provokation noch Fallen stellen. wenn wir das glauben, wenn wir die Interpretation haben, was jemand anders macht, der möchte mich provozieren oder der stellt mir eine Falle, dann heißt es, wir haben im Moment keine Ahnung, was der für eine Motivation hat, aus welchem Bedürfnis heraus er sich so äußert. Jede Art von Urteil über den anderen, vor allen Dingen, wenn es bei mir in meinen Gedanken lebt, als der will doch bloß, weiß ich, ich bin noch an der Oberfläche, ich habe null Ahnung, was in dem wirklich vor sich geht. Und dann neigen wir dazu, irgendwelche Bewertungen, Interpretationen vorzunehmen. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Ist Verpackung. Das, worum es wirklich geht, ist ein paar Ebenen drunter. Die Sprache der höchsten Sprache ist die Sprache. Ja, und Empathie kann übrigens auch in vielen Fällen still sein. Aber tiefer einsteigen können wir in das Thema mal Nachmittag, wenn wir das Thema zuhören. Jetzt schauen wir uns mal an, welche grundsätzlichen Einstellungen, Haltung gibt es denn, die ich jemandem gegenüber einnehmen kann. Und da gibt es im Prinzip 4.
vier Einstellungen oder Haltungen entstehen dadurch, dass wir zwei Achsen einzeichnen. Auf der Ich-Achse geht es um den Fokus auf meine Bedürfnisse, nach oben in diesem Koordinatensystem heißt, ich nehme meine eigenen Bedürfnisse wichtig. Nach unten heißt, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig. Die zweite Achse ist die Du-Achse, auf der geht es um die Bedürfnisse meines Gegenübers. Nach rechts in dem Koordinatensystem heißt, ich nehme wichtig, um was es dem anderen geht. Nach links heißt, was du möchtest, zählt sowieso nicht. Dadurch bekommen wir vier Felder, die geprägt sind jeweils von meiner Einstellung gegenüber meinen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen meines Gegenübers. Die habe ich hier als Überschrift mit Erziehungsstilen gekennzeichnet. Autoritär, laissez-faire, anti-autoritär und partnerschaftlich. Aber es gibt andere Modelle, wo die anderen Namen haben. In der Transaktionsanalyse, wo man mit Begriffen hantiert, jemand ist okay oder jemand ist nicht okay, wäre das der Quadrant von ich bin okay und du bist nicht okay. Diese Haltung, was ich möchte, ist wichtig, was du möchtest, zählt nicht. Hier ist es zum Beispiel im vertrieblichen Bereich, wo man mit Begriffen wie gewinnen oder verlieren hantiert. Ich gewinne, du verlierst. In Verbindung mit dieser Haltung findet man häufig so Dinge wie Macht, Stolz, Egoismus und das Verhalten, was Menschen zeigen, an den Tag legen, die so eine Haltung haben, würden viele Menschen bezeichnen als sich durchsetzen. Hier versucht jemand, sich durchzusetzen. Nehmen wir an, der Vater hätte seine Haltung in dem Gespräch mit der Tochter in diesem Quadranten. Was wäre aus eurer Sicht ein typischer Satz für den Vater? Du tust, was ich sage. Du tust, was ich sage. Ende. Ich weiß, was für dich gut ist. Genau. Der nächste Quadrant, wäre der, der geprägt ist von der Haltung, was du möchtest, ist unwichtig. Was ich möchte, ist ebenfalls unwichtig. Das ist diese No-Future-Haltung. Ich bin nicht okay, du bist auch nicht okay, oder nochmal mit anderen Begriffen, wir verlieren beide. Was man häufig in diesem Quadranten findet mit dieser Haltung, ist Gleichgültigkeit, Hilflosigkeit, Resignation. Das Verhalten würden viele Menschen bezeichnen als aufgeben oder resignieren. Nehmen wir an, der Vater hätte seine Haltung in diesem Quadranten. Was vermutet ihr, wäre ein typischer Satz, den der Vater sagen könnte? Genau. Das macht doch was. Und das wäre vermutlich die Handbewegung. Aber es macht doch, was du willst, dann nicht irgendwie mehr oder weniger anti-autoritär dann? Kommen wir gleich zu und dann schauen wir, was der Unterschied ist. Übrigens, nicht alle verwenden die Begriffe so, wie sie hier stehen. Das sind ja alles Worthülsen, die werden manchmal unterschiedlich gefüllt. Aber das werde ich halt achten, mit der kann man eh nicht, weil er eh keinen Zweck aufgeben. Gegenbewegung zur Autorität, jetzt kommen wir zum dritten Quadranten. Ich bin nicht okay, aber du bist okay. Ich verliere, du gewinnst. Die Bedürfnisse des anderen werden also sehr wichtig genommen, meine eigenen Bedürfnisse Nebensache. Anti-autoritär verstanden als Gegenbewegung zu hier, wo ich sage, meine Bedürfnisse sind wichtiger als deines, anti-autoritär, deine sind wichtiger als meine. In unserer Kultur übrigens eine Haltung, die wir seit Jahrtausenden versucht haben, in Frauen einzuimpfen. Häufig verbunden mit Schuldgefühlen, Ideen von Minderwertigkeit, Ängste, Befürchtungen. Das Verhalten würden die Menschen in der Regel bezeichnen als sowas wie Vortritt lassen oder nachgeben. Was wäre ein typischer Satz des Vaters hier? Wenn er eine hohe Wertschätzung hat für die Bedürfnisse der Tochter, seine eigene nicht so wichtig macht. Ja klar, wenn du dich wohler fühlst, Mock, selbstverständlich. Ist doch wichtig, dass du dich wohlfühlst. Wenn die Tochter dann sagt, aber Papa wolltest du, nicht so wichtig, nicht so wichtig. Unterschied deutlich geworden? Zwischen drüben? Ja. Hier gibt es keine Wertschätzung für die Bedürfnisse der Tochter. Auch wenn auf der Ergebnisebene die Tochter dann vielleicht sagt, ja, durchgesetzt. Aber was die Haltung des Vaters angeht, gibt es keine Wertschätzung dafür. Hier gibt es die. Nein, Hauptsache du fühlst dich wohl. Klar. Letzter Quadrat, partnerschaftlich.
Ich bin okay, du bist okay. Dieses berühmte Win-Win. Verbunden mit einer Haltung, Fairness, Wertschätzung, Liebe. Im Grunde genommen alles, was mir auf den Flipchart geschrieben war, gehört in diesem Quadrant. Das Verhalten ist, es sich zusammensetzen. Das heißt nicht, dass wir schnell eine Lösung haben. Bereitschaft, sich zusammenzusetzen. Diese Haltung ist also geprägt von, was ich möchte, ist wichtig, was du möchtest, ist genauso wichtig. Was glaubt ihr, wäre ein typischer Satz des Vaters, wenn er mit seiner Haltung in diesem Quadrant ist? Und du hast schon die Falle genannt. Wenn ich eine Idee habe von wir müssen, dann wird es verdammt schwer, diese Haltung einzunehmen. Wenn ich mich in dieser Hypnose befinde, von ich habe keine Wahl, anonyme Mächte zwingen mich zu irgendetwas, dann wird es sehr, sehr schwer, diese Haltung zu pflegen. Und schauen wir mal, dass wir jetzt jede Lösungsorientierung erstmal rausnehmen. Was könnte der Vater sagen, was der Tochter das Vertrauen gibt, dass der Vater im Moment diese Haltung hat? Erklär mir doch mal, warum du keinen Lockdown siehst. Ist ein Teil davon, allerdings kann es sein, wenn ich so einsteige direkt, dass es verstanden wird als Forschen für Hören. Freude daran, der Oma eine Freude zu machen. Jetzt fängst du schon an, in eine Richtung zu schieben und versuchst sie in eine Richtung zu ziehen. Ich möchte, dass wir beide zufrieden sind. Und ist schon wieder Lösungsorientierung drin? Er kann ja sagen, du gehst jetzt, dann lass dich darauf an, aber ich möchte mich danach mit dir, wenn wir mal auf dem Fest waren, nochmal zusammensetzen und wenn wir mal drüber sprechen, ja, und eine Lösung finden, die uns beiden in Zukunft weg wird. Ja. Wobei das im Moment Vertagung des Problems ist. Ja, ja. Ja. Genau. Könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, ich übernehme mit Verantwortung, dass ich nicht vorher gecheckt habe, ey, was hast du eigentlich vor anzuziehen, sodass ich mit Verantwortung übernehme, dass wir jetzt uns in der Situation wiederfinden, wo ich sage, ich möchte gerne in einer Minute gehen, weil ich meine Zusage einhalten möchte. Zeitmäßig. Aber ich suche im Moment auch keine Vertagung. Was tun uns allen vorher? Ist zu sehr schon auf, lass uns mal eine Lösung suchen. Noch vorher. Ist er ja betroffen, oder? Sieht seine Tochter da Jeans und ist erst einmal, okay, ist vielleicht übertrieben, aber ist betroffen, ja, überrascht, ja. Ich würde das Maß bekommen. Das bin ich aber, ja, erschrocken. Ich bin gerade überrascht. Ich bin nicht so erschrocken, dass du das noch nicht fertig bist. Mhm. Ja, die Tochter das sagt, sie ist so erschrocken, dass ich nicht fertig bin. Ich bin doch fertig. Ich bin fix und fertig, wir können in einer Sekunde gehen. Also dahinter steckt schon versteckt wieder drin, ja, dass du nicht fertig bist, dass deine Jeans auf keinen Fall akzeptabel ist. Kannst du mir erklären, warum du die Jeans anziehst, damit ich verstehen kann? Ja, gefällt mir schon besser. Dann haben wir also dieses, warum möchtest du, ein bisschen entschärft, dass ich den verstehe. Ich frage wirklich aus Interesse, das ist kein Verhör. Was mir fehlt an der Stelle, das ist, dass die Bedürfnisse des Vaters nicht mehr vorkommen. Sehr wertschätzend für die Bedürfnisse der Tochter. Ich bin anderer Meinung, aber du hast noch eine Minute nachzudenken. Oh. Nein, nachdenken, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Das heißt, das Ergebnis zählt auf jeden Fall nicht. Nein, das ist ein deutliches Signal, was du möchtest. Bitte? Das bleibt wieder entscheidend. Aber vielleicht kennen Sie ja das Problem des Vaters gar nicht, dass er das hat. Also hat sie noch eine Minute ihr Ergebnis, das ihr erzielt hat, um noch was zu überdenken. Ja, okay. Ich nehme mal auf die Sprünge. Vielleicht habt ihr, willst du noch einen Versuch starten? Okay. Deswegen habe ich aber verstanden, dass sie so unterschiedliche Dinge. Ja, das ist ein Teil von dem. Ich gebe noch mal einen Hinweis. Was wir brauchen an der Stelle ist, weg von der Lösung zu kommen. Und ich sage euch gleich warum. Und eine Möglichkeit, dieses, was du jetzt am Schluss formuliert hast, zu sagen, du möchtest also am liebsten mit Jeans gehen, ich würde es sehr gerne verstehen, hilf mir mal dabei. Was bedeutet dir die Jeans? Verbinden mit, dass ich damit deutlich mache, die Tatsache, dass ich nachfrage und ein Interesse an dir und dem, was du möchtest, signalisiere, bedeutet aber nicht, dass ich meine Anliegen und meine Bedürfnisse aufgebe.
eine der schnellsten Formen, das zu sagen, ist zu sagen, ich hätte gerne, dass du in Rocking gehst und ich höre dir, es ist viel lieber in Jeans dahin zu gehen und du fühlst dich in Jeans wohl. Damit sind wir der Lösung noch nicht näher gekommen, aber es ist ein deutliches Signal auf der sprachlichen Ebene, dass ich diese Haltung habe als Vater. Die Tatsache, dass ich nochmal zurückspiegle, was bei mir angekommen ist, ist ein deutliches Signal von Ernst nehmen, wertschätzen. Und gleichzeitig wiederhole ich die eigene Position und danach könnte man einsteigen und das erkunden. Das Erkunden hat folgenden Hintergrund. Es gibt weder ein Bedürfnis der Tochter, mit Jeans dorthin zu gehen, noch gibt es ein Bedürfnis des Vaters, dass sie mit Rock hingeht. Was wir gerade ausgetauscht haben, Rock und Jeans, sind die Strategien, die beide Seiten im Kopf haben. Bedürfnisse sind immer abstrakt. Alles, was ich ansehen kann, was Leute tun können, zum Beispiel ein Kleidungsstück, ist niemals ein Bedürfnis, sondern ist ein Weg, auf dem offensichtlich ein Bedürfnis erfüllt wird. Und wenn wir jetzt einsteigen in das gegenseitige Erkunden, nachdem der Vater deutlich gemacht hat, er kommt von dieser Haltung her, und jetzt fängt man an, entweder erstmal zu erforschen, was sind die Bedürfnisse der Tochter hinter der Strategie Jeans, und dann erforschen beide gemeinsam die Bedürfnisse hinter der Strategie des Vaters Rock. Und erst dann fangen wir an, über Lösungen überhaupt zu reden oder nachzudenken. Lass uns mal fantasieren. Was glaubt ihr, könnten die Bedürfnisse des Vaters sein, die dadurch erfüllt würden, wenn die Tochter nun Rock zum Geburtstag geht? Harmonie ansehen. Harmonie ansehen. Bitte? Stolz sein, dass er tut. Mhm. Ästhetik. Ästhetik. Leichtigkeit. Mhm. In Bezug auf, ähnlich wie es könnte Streit geben oder unharmonisch laufen. Sich anpassen. Anpassen ist immer eine Strategie. Aber wozu dient es, wenn ich mich anpasse? Welches Bedürfnis erfülle ich? Dass ich Wertschätzung bekomme. Und vor allen Dingen Zugehörigkeit. Ja. Integriert zu sein, zugehörig zu sein. Weil ich befürchte, wenn ich mich nicht anpasse, dann sagen die anderen, du gehörst nicht mehr zu uns. Wäre denkbar. Okay? Also ihr seht, eine ganze Reihe unterschiedlicher Bedürfnisse könnten hinter der Idee des Vaters stecken, ich hätte gern, dass du einen Rock anziehst. Schauen wir auf Seite der Tochter. Was glaubt ihr, worum könnte es der Tochter gehen, hinter der Idee, ich möchte den Jeans dorthin gehen? Welche Bedürfnisse könnten sich dahinter verbergen? Selbstbestimmung. Bequemlichkeit? Aber ja, was ist Selbstbestimmung? Selbstbestimmung. Bitte? Freiheit. Genau, Selbstbestimmung, Freiheit, also das ist das Gleiche. Aha, das Distanz hat man schon. Setzen. Wohlerfühlen, Bequemlichkeit. Distanz setzen. Ja, Distanz ist immer grundsätzlich eine Strategie. Aber nehmen wir an, ich setze Distanz. Welches Bedürfnis steckt dahinter? Provokation, ja. Provokation ist überhaupt kein Bedürfnis. Provokation ist übrigens immer ein Bedürfnis von Menschen, die ein dringendes Anliegen haben, gehört und verstanden und ernst genommen zu werden. Wie gesagt, alles andere hat bisher nicht funktioniert, wenn man die Lautstärke ein bisschen höher geht. Die hören das nicht auf den Level. Ja, noch nicht ganz. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich deutlich mache, ich bin anders als andere, welchem Bedürfnis dient das? Autonomie. Individualität. Abgrenzung ist die Strategie. Und Individualität. Individualität, genau. Ja. Ich bin ein einzigartiges Wesen. Niemand ist genauso wie ich. Ich unterscheide mich von anderen. Also das ist hinter deiner Idee Abgrenzung, steckt in der Regel das. Ich möchte deutlich machen, ich bin ein einzigartiges Wesen. Okay. Also auch hier sehen wir, eine ganze Reihe unterschiedlicher Bedürfnisse könnten hinter Idee stecken. Ich möchte dort gerne mit Jeans hingehen. Übrigens eines, was ich auch schon gehört habe, was jetzt nicht genannt wurde, ist, dass Menschen überprüfen wollen, um was geht es denn hier eigentlich? Geht da ein Kleiderständer hin? Bin ich wirklich als Person gemeint? Geht es hier wirklich um die Hülle oder bin ich gemeint? Hätten die Leute gern, dass ich als Person dort ankomme und nicht irgendwie eine attraktive Hülle? Und dann wird es manchmal getestet. Ziehen wir mal einen Kartoffelsack an und wir mal schauen, ob ich immer noch als Mensch akzeptiert und gewertschätzt werde. Also dieses Überprüfen, worum geht's? Und wenn ihr jetzt seht, sowohl beim Vater kann es eine ganze Reihe unterschiedlicher Bedürfnisse geben, als auch bei der Tochter. Ich habe eine Frage, was wäre das Überprüfen? Eine Strategie,
dürfte es nach emotionaler Sicherheit oder sowas erfüllen, wenn man es überprüfen will, weil ich auch so weit bin, ich habe eigentlich auch kein Bedürfnis. Also das Bedürfnis ist, eine tragfähige Lösung zu finden. Weil wenn wir sagen, wir wissen nicht, um welches Bedürfnis es geht, wir kennen im Moment nur die Strategien, Jeans und Rock, dann ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt eine Lösung zu finden, auch wenn man Quick Fix, wie wäre es mit Jeans Rock? Treffen uns irgendwo in der Mitte. Ja, das ist so eine Trostpreislösung, die nennt man in der Regel Kompromiss. Und der Vorteil ist, es geht meist sehr schnell. Der Nachteil ist, nicht tragfähig. Warum? Wir wissen gar nicht, um was es geht. Geht es um Zugehörigkeit? Geht es um Harmonie? Geht es darum, die Bedeutsamkeit dieses Augenblickes auch zu würdigen, indem man was Besonderes anzieht? Geht es bei der Tochter um Individualität, um Bequemlichkeit, um Zugehörigkeit, um Autonomie? Wir wissen es nicht. Und eine Lösung zu finden, wenn wir gar nicht wissen, um was es geht, ist ein Zufallstreffer. Und im Unternehmensbereich treffen wir dann auf jede Menge ganz tolle Lösungen, die vielleicht Millionen investiert worden sind, nach dem Motto, wie bitte schafft das Problem im Nachhinein lauschen, damit ich bei meiner tollen Lösung bleiben kann. Und im Nachhinein festzustellen, wir haben zwar eine super Lösung gefunden, aber leider stellt sich im Nachhinein raus, es hatte mit den Bedürfnissen, was es ging, überhaupt nichts zu tun, weil man es nicht bewusst war. Also das Anliegen zu sagen, ja, wir nehmen uns hier Zeit zu erkunden, was sind die Bedürfnisse hinter der Strategie, damit wir eine sinnvolle Basis haben, auf der wir uns überlegen können, okay, wenn das die Bedürfnisse sind, hier und hier, wie kriegt man eine Lösung hin, die beide Bedürfnisse berücksichtigt, ernst nimmt und da einen Hut kriegt? Aber der Tochter ist wahrscheinlich auch nicht. Kann sein, dass es ihr nicht klar ist, was ihr will oder was ihr Bedürfnis ist. Ja, in unserer Kultur lernen wir das immer wieder. Zeit dazu, jetzt rauszufinden, aber in dem Fall ist ja passiert. Und das ist das, was die Christine schon gesagt hat. Wenn ich eine Idee im Kopf habe, wir haben keine Zeit und wir müssen jetzt weg, dann wird es sehr schwer, wertschätzend damit umzugehen, weil natürlich das ist etwas, was Zeit kostet erst einmal, aber wir glauben, die ist sehr, sehr gut investiert. Und ich kann natürlich eine verantwortliche Entscheidung treffen, so wie du es schon vorgeschlagen hast. Okay, wir übernehmen Verantwortung, ich habe es nicht gecheckt, vorher, gestern dich zu fragen, du morgen geh mal dahin, was hast du denn vor anzuziehen und das abzuklären. Ich habe unbewusst Erwartungen gehabt und bin davon ausgegangen, meine Tochter wird selbstverständlich wissen, welche Erwartungen ich habe. Und jetzt übernehme ich Verantwortung und sage, okay, jetzt habe ich eine Entscheidung zu treffen, was ist mir wichtiger? Möchte ich jetzt mit meiner Tochter eine tragfähige Lösung finden, mit der wir beide zufrieden sind und rufe ich die Großmutter an und sage, wir kommen eine Stunde später. Oder möchte ich gerne zuverlässig sein und sagen, ich möchte meine zeitliche Zusage einhalten, wir sind um 8 Uhr bei dir. Und dann sage ich, gut, ich habe es verbaselt, ich habe das vorher nicht überprüft, was du vorhast anzuziehen. Jetzt lebe ich damit, dass du das anziehst, was du anziehen möchtest. Und wenn wir heute Abend zurück sind und am Morgen setzen wir uns mal zusammen und tauschen uns aus, wie wir zukünftig mit solchen Situationen umgehen wollen. Sodass beide Seiten sagen, so passt es. Da treffe ich wieder eine verantwortliche Entscheidung. Was hat Priorität für mich? Aber in der Hypnose, ich kann nicht oder ich muss, geht die ganze Ethik über Bord. Und dachte gerade noch bei dir, Klaus, wo du bei der Begrüßungsrunde bei denen ausgetauscht hast, ich sage, meine berufliche Situation habe ich so abgesettet, dass ich wenig Zeit zur Verfügung habe für die Kommunikation. Die Möglichkeit zu haben, ja, wenn ich an einer bestimmten Qualität interessiert bin, kann ich die Zeiträume schaffen. Ja. Setze ich Prioritäten. Wir haben immer Zeit, 24 Stunden am Tag. Und wir entscheiden in eigener Verantwortung, wo wir jede Sekunde von diesen 24 Stunden, die uns täglich zur Verfügung stehen, investieren wollen. Und solange wir uns den Gedanken bewegen, aber ich kann nicht oder ich habe keine Zeit, sagen, da verlieren wir in der Regel den Zusammenhang und den Kontakt zu unseren Werten und zu unserer Ethik. Das ist übrigens in Untersuchungen, in Experimenten ganz gut belegt, dass das der Fall ist. Nun gibt es eine Menge Modelle, die sich um diese Haltung bemühen. Vielleicht ist euch gerade auch aufgefallen, für diese drei Quadranten ist es uns nicht schwer gefallen,
Beispielsätze zu finden. Und hier war es langwierig, dahin zu kommen, sagen, ja, welche Kommunikation würde denn dieser Haltung entsprechen. Und alle Modelle, die sich um diese Haltung bemühen, sagen, die bieten dann bestimmte Methoden, bestimmte Vorgehensweisen an. Die gewaltfreie Kommunikation ist eines von diesen Modellen. Das sagt, ja, wir haben ein paar Empfehlungen, wir haben ein Modell, worauf kann man achten, wenn ich mich um diese Haltung bemühe.